So, guten Morgen. Das ist jetzt hier mein zweiter Tag im Busa und mir geht es relativ gut. Ich bin jetzt hier auf dem Balkon. Ihr seht es im Hintergrund. Das Busa, also das ist so ein bisschen auf dem Berg, so halbwegs. Ich versuche mal ein bisschen näher zu kommen oder ich drehe mich mal ein. Ja, ihr seht, ich habe einen riesen Herpes gekriegt. Wie soll ich euch das sagen, warum das jetzt passiert ist? Ich bin mit Germania geflogen. Ja, es ist hier ein bisschen laut, aber man gewinnt sich irgendwie dran. Ich bin mit Germania geflogen und das war mit Abstand der allerschrecklichste Flug in meinem Leben. Ich hatte meine Cousine mit dabei. Also ich übertreibe nicht, ich übertreibe wirklich nicht. Ich war noch so voll cool so vor dem Flug so, ey bonjour, ich kann ja jetzt schon alleine fliegen, ja. Voll cool und voll angeberisch, ne? Und dann. Es war alles gut, ich war ab und an ein bisschen so Panikattacke mäßig, aber am Ende des Flugs, so bei der Landung, ne? Wir sind, ich glaube, in ein Luftloch oder es waren so mega Turbulenzen. Sowas habe ich in meinem Leben noch. Das Flugzeug war so. Und ich habe geschrien, also ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich einfach kurz Hilfe geschrien habe dabei und dann habe ich da rumgeheult und so. Also ganz schnell, ich habe geschrien in den Flieger und so, ne? Und ich saß auch noch in der letzten Reihe, also es war richtig, richtig shit. Und dann habe ich nur noch so gesehen, wie die ganzen Stewardessen auf mich zu kamen und mich haben so, die wollten mich einfach nur beruhigen, so drei auf einmal so, beruhigen Sie sich, es wird alles gut und so. Aber als diese Turbulenzen kamen, habe ich nur so die Stewardessen angeguckt und die haben sich selber schon so festgehalten, weißt du? Und dann bin ich noch mal in Panik geraten. Das war so eine richtig schöne Panikattacke. Und ich habe mir geschworen, ich fliege wirklich nie wieder mehr mit Germania. Möge es vielleicht eine der guten Airlines sein, ich habe es noch nie gehört oder so, aber naja, und dann, was ist passiert? Ich habe mein Gepäck da aufgegeben, mein Sperrgepäck, und ich zeige euch jetzt mal, was passiert ist. So, natürlich haben die hier meinen Koffer, den ich extra beim Sperrgepäck abgegeben habe. Ja, toll, kaputt gemacht, das war so klar. Und ich kann jetzt diesen Deckel, der hier drauf ist, nicht mehr draufsetzen, weil das dann einfach nicht mehr hält, weil dieser Verschluss hier kaputt ist. Die haben meine ganzen Lidschatten, die da drin waren, haben sie kaputt gemacht. Ich habe ja das gezählt, das waren 5 Mac-Lidschatten und die sind alle kaputt gegangen. Und ich muss das jetzt hier zum Beispiel hier drin, weil das alles einfach ausgelaufen ist. Ganze Pulver und alles muss ich jetzt sauber machen. Das, was mich eher geärgert hat, ist, dass ich das beim Sperrgepäck aufgegeben habe und dann, dass es trotzdem so kaputt ankommt. Das ist schon ziemlich ärgerlich. Ja, dumm gelaufen, ne? Naja, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall was super, super anderes hier im Moment zu sein. Ich bin momentan auch bei Verwandten, weil ich weder Bett, noch ein Herd, noch eine Couch habe. Ich habe gar nichts in meiner Wohnung, also es ist komplett leer. Und ich muss mich erstmal darum kümmern, dass ich da Möbel drin habe, weil ohne Möbel kann ich da schlecht schlafen. Deswegen bin ich erstmal hier bei Verwandten in Busa. So, und das ist jetzt eigentlich so der Ausblick. Es scheint jetzt vielleicht so ein bisschen smockig oder so, aber das ist nicht Smog, das ist eigentlich, das sind nur so die Sonnenstrahlen, die hier so strahlen. Und hier ist genau so eine kleine Moschee morgens, also 5-mal am Tag kommen dann hier die Gebete raus und oh, das ist, ich kann euch das gar nicht beschreiben. Also die Leute, die noch nie in arabischen Ländern oder so waren, die können das gar nicht nachvollziehen, wie das ist. Du wirst von einem Gebet morgens geweckt, das ist das Schönste, was es gibt, ne? Also das hat bei mir so eine beruhigende Wirkung und das tut mir so gut und ich habe das so vermisst. Ich kann es euch nicht beschreiben. Es ist einfach nur, wenn ich das höre, dann unbeschreiblich. Naja, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Ich gehe gleich raus. So, hier bin ich an einem Ort, wo nur Schmuck und Gold verkauft wird. So, und hinten dran ist dann sozusagen eine riesengroße Moschee, wie ihr seht. Und ich kann euch gar nicht beschreiben, wie groß die ist. Und die gibt es schon seit 1399 und nennt sich Udo Jami. Also Riesending. Und nebenan sind dann auch so kleine Plätze, wo man sich dann zum Beispiel so vor den Gebeten reinwaschen kann. Auch Abdest genannt. Also dafür, dass es mitten in der Woche ist, war das ziemlich voll. Und ich habe mich dann auf den Weg gemacht zum, ja, Handtücherparadies. Dort gibt es wirklich nur Handtücher und für den Preis 3 Stück 5 Euro. Ist echt ein Witz. Und alles an so viel Auswahl an Handtüchern und natürlich an Babysachen. Also für Seda ein wahres Babyparadies. Und sie haben so viel Auswahl. Schaut doch mal, was für Muster die haben. Und och, ich könnte, hätte das die ganze Zeit filmen können, aber das hätte meine Kamera die Kapazität gesprengt. Ja, ihr seht ja selber, wie voll das ist, aber es ist so ein positives Getümmel. Ich mag das irgendwie. Und ich habe mich dann auf den Weg zum Essensbasar gemacht, habe leider nicht so viel gefilmt. Ich wollte einfach nur Feigen haben. Und 1 Kilo Feigen für 5 Euro, also getrocknete Feigen, ist ja auch ein Witz, ne?
gerade ein bisschen Hunger gekriegt. Ich weiß, das ist gerade voll die Kalorienbombe, aber ich dachte, ich probiere das mal. Hab hier ein, das ist, kostet jetzt 5 Euro und es ist richtig schön fettig. Also wenn man da nicht schwach wird, dann weiß ich auch nicht. Und so eine Torte kostet gerade mal, lass mich sagen, umgerechnet 7 Euro. Gibt es täglich frischen Fisch? So, ich dachte, ich mache mal hier die Runde ein bisschen und bin hier gerade so mittendrin in Busa. Das ist hier irgendwie so ein Häuschen, ich habe keine Ahnung, ich habe mir das noch nicht so genau angeguckt. Aber ich glaube, man sieht das ziemlich gut, dass ich ziemlich, ziemlich viel strahle. Und ich bin richtig, richtig glücklich. Und das Wetter, seht ihr, es ist einfach nur Sonne und ja, ich freue mich einfach nur und ja, ich wollte euch dann teilhaben lassen. So, ich bin gerade auf dem Weg zu meiner neuen Wohnung. Ich kann jetzt leider keinen Weißabgleich machen, weil hier irgendwie nichts Weißes ist, aber ach doch, ein Auto. Naja, jetzt ist zu spät. Also schaut mir doch, ihr könnt euch jetzt gerne mit mir zusammen ganz, ganz kurz meine Wohnung anschauen. So, ich bin jetzt hier im Eingang meiner neuen Wohnung. Und das ist so, hier kommt keiner rein, es sei denn, du kennst den Code. Und ich gebe den jetzt mal ein. Und dann öffnet sich die Tür und dann gehen wir mal rein. Oh, ja, ich bin so ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Also ich zeige euch einmal ganz kurz die Küche und das Wohnzimmer. Weil ich muss hier eben, ich habe ein bisschen was zu tun, aber ist ja nicht schlimm. So, das ist die Küche. Wundert euch nicht, die türkischen Küchen sind immer relativ groß. Also hier ist richtig schön viel Platz. Und wie ihr seht, ich habe hier noch kein Herd. Nicht Herd, doch, da Herd. Kein Kühlschrank, keine Dunstabzugshaube, also im Grunde genommen gar nichts. Hier haben wir so einen kleinen süßen Balkon, der auch verglast ist. Also wundert euch nicht, die türkischen Küchen sind wirklich meistens immer so groß. Also das hat jetzt nichts mit Luxus oder sonstiges zu tun. Also ich freue mich wirklich, dass ich so eine große Küche habe, weil ich denke einfach, ich kann hier richtig schöne Back- und Kochvideos machen. Also darauf freue ich mich schon richtig. Und ich finde auch die Tür so schön, guck mal. Ja. So, und dann kann man nehmen, wenn man hier einmal weitergeht, ist man nämlich auch gleich schon im Wohnzimmer. Das ist jetzt nicht, doch, es ist schon, also ich finde jetzt für deutsche Verhältnisse ist das relativ groß. Aber diese Wohnung hier in der Türkei, die sind einfach so groß. Und wenn ihr jetzt wüsstet, was diese Wohnung kostet, also das sind jetzt ca. 160 Quadratmeter und Kostenpunkt sind so ca. bei 380 Euro, also es ist nicht so viel. Und ja, ich bin einfach nur richtig happy. Aber ihr seht, hier ist einfach nichts drin und ich muss es jetzt alles so nach und nach einrichten. Oh, dieses, oh nee, nach welchem Thema suche ich aus und so weiter, das ist schon ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, die Wohnung gefällt euch. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst. Tschüss!